Hallihallo, meine Lieben. Hier ist wieder Shari von Sternenkraft mit einer neuen Botschaft von Anathia für euch. Ja, dieses Mal gibt es gar nicht so viel zu der Botschaft zu sagen, deswegen jetzt nur ganz kurz. Diejenigen, die mich kennen, ihr wisst, ich bin jetzt kein direktes Channel-Medium, sondern ich empfange die Botschaften telepathisch und schreibe sie danach auf. Und dann spreche ich sie für euch hier auf YouTube auf. Aber diejenigen, die jetzt lieber die Botschaft lesen wollen, finden die Botschaft hier unten verlinkt in der Infobox. Und falls ihr mich gerne unterstützen möchtet, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir einen Kommentar da oder wenn es einfach nur ein Herz ist, denn damit unterstützt ihr mich hier, dass der YouTube-Algorithmus besser wird. Und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert auch die Glocke oder aber ihr findet unten in der Infobox auch einen Link zu meinem Telegram-Kanal, da werdet ihr immer über aktuelle Videos informiert. So, das war's auch schon. Bei mir kündigt sich eine leichte Erkältung an, vielleicht hört ihr es auch, dass ich so ein bisschen verstopft bin in der Nase und ich habe zum Glück die Botschaft von Anathia gestern aufgenommen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ihr Lieben, ich grüße euch. Hier spricht Anathia von der Galaktischen Föderation. Nun, von allen Seiten hört ihr zurzeit, dass ein heißer oder auch ein kalter Herbst und Winter bevorstehen. Heiß-kalt trifft es da wohl am ehesten, denn dies beschreibt die Dynamiken, welche sich nun immer deutlicher zeigen. Der Aufstiegs- und Aufwachprozess gehen in die nächste Phase und diese wird noch deutlicher erkennbar sein als jene, die 2020 begonnen hat. Erinnert ihr euch noch daran, wie wir einst zu euch sagten? Kurz bevor die Dualität sich auflöst, wird sie sich aufblasen wie eine Seifenblase. Die Extreme werden sichtbarer denn je, bevor sie in sich zusammenfallen. Und wenn ich von Dualität spreche, dann meine ich nicht die Polarität an sich, welche die Schöpfung für euch erst sichtbar macht. Polarität ist etwas Wundervolles. Gerne verwenden wir immer wieder das Beispiel einer dunklen Nacht, welche die Schönheit des Lichts der Sterne erst sichtbar macht. Wenn die Polaritäten im Gleichgewicht sind, wird die Schönheit der Schöpfung sichtbar. Gerät sie allerdings aus dem Gleichgewicht, so entsteht die Dualität. Und erst dadurch entsteht der ewige Kampf zwischen dem vermeintlich Guten und dem vermeintlich Bösen. In 2020 startete der erste Weckruf, das erste Aufblähen der Dualität. Und viele konnten erkennen, wie stark eure Welt aus dem Gleichgewicht geraten war. Viele erwachten. Doch manche erwachten leider nur für einen kurzen Augenblick. Man könnte sagen, sie drückten die Schlummertaste, drehten sich auf die andere Seite und schliefen wieder ein. Für sie braucht es einen weiteren Weckruf, einen lauteren, und dieser wird nun ab Oktober immer deutlicher werden. Die Energie des Jahres 2022 trug die Signatur der Entscheidung mit sich. Und ihr, die ihr diese Botschaft nun hört oder lest, habt eure Entscheidung bereits getroffen. Ihr wähltet Freiheit und Liebe. Und so lasst euch versichert sein, dass ihr innerhalb des zweiten Weckrufs beschützt sein werdet. Ganz gleich, was da kommen mag. Die Energie von 2023 beginnt bereits im Oktober zu wirken. Und so, wie es aussieht, wird sie sich bis März 2023 vollends entfaltet haben. Es ist die Energie des spirituellen Weckrufs, der schon bald über die Erde hallen wird. Wie genau dieser aussehen wird, ist auch für uns äußerst schwer zu sagen. Denn es gibt viele Optionen und Möglichkeiten, viele Zeitlinien. Doch die gute Nachricht ist, sie alle führen früher oder später zum selben Ziel.
der Befreiung von Mutter Erde und all jenen, die sich gemeinsam mit ihr für Liebe und Freiheit entschieden haben. Doch was passiert hinter den Kulissen? Wir von der Galaktischen Föderation wissen, dass euch dies oft nur allzu brennend interessiert. Nun, die Dunkelseite hat in den letzten Monaten mehr und mehr Grenzen übertreten und hat ebenso Pläne, welche Grenzen überschreiten sollen, welche von Seiten der höchsten Schöpfung so nicht vorgesehen sind und zugelassen werden. Dies bedeutet, dass wir seit einiger Zeit mehr Handlungsspielraum haben. Wir dürfen nun aktiver eingreifen. Und es geschieht nicht ohne Grund, dass in den letzten Monaten die UFO-Sichtungen mehr und mehr zunehmen. Ja, wir wissen, dass einige denken, dass dies ebenso mit einem Plan der Dunkelkräfte in Zusammenhang steht, euch eine neue Bedrohung aus dem Weltall vorzugaukeln. Dies ist zwar tatsächlich einer ihrer Pläne, aber sie wissen, dass dieser Plan sehr hohe Risiken für sie in sich birgt. Denn er würde uns offiziell die Möglichkeit eines verfrühten Erstkontaktes bieten. Und die Menschen müssten früher oder später selbst entscheiden, wem sie Glauben schenken. Noch ist es nicht so weit und scheint auch für 2023 eher unwahrscheinlich. Doch wisst, dass wir auch jetzt jederzeit bereit sind, um einzugreifen, sollten die Dunkelmächte es zu weit treiben. Auch versichern wir euch, dass wir keinen Atomkrieg zulassen werden. Und ja, selbst wenn es so sein sollte, dass wir die Explosion einer einzelnen Atomrakete nicht aufhalten könnten, so haben wir Mittel und Wege, den entstandenen Schaden zu neutralisieren. Habt ihr euch noch nicht gefragt, warum in Tschernobyl die Natur heute wieder erblüht und gedeiht? Dies liegt daran, dass die Erde schon sehr lange behütet und überwacht wird. Und dies schon seit Anbeginn des Kali-Yogas vor tausenden von Jahren. Die Dinge werden nun mehr und mehr in Bewegung kommen. Und das, was ich euch heute sagen möchte, ist: Habt keine Angst. Wer die Energie von 2022 genutzt hat, um seine wahre Herzensentscheidung zu treffen, der wird beschützt sein. Ganz gleich, wo du bist und ganz gleich, ob du vorgesorgt hast oder nicht. Oft fragt er uns: Soll ich vorsorgen? Soll ich Vorräte anlegen? Unser Rat lautet: Wenn es dir möglich ist und du dich dadurch wohler fühlst, dann ja. Denn deine Gefühle sind schöpferisch. Und wenn dir Vorräte ein Gefühl der Sicherheit geben, dann sind sie für dich wichtig. Und wenn sie zum Schluss einzig und allein dazu dienen sollten, dass es dir in dieser Zeit emotional gut ging. Wenn du allerdings keine Möglichkeit dazu hast, dann vertraue, dass du beschützt sein wirst und gegebenenfalls auch an den richtigen Ort geführt wirst. Vieles wird zurzeit in euren Medien auch hochgeschaukelt, um Angst zu schüren. Tu, was du tun kannst, um ins Vertrauen zu gehen, denn Vertrauen ist das Allerwichtigste. Es wird Menschen geben, welche von den Ereignissen, die stattfinden, absolut nicht betroffen sein werden, während jene, welche einen lauten Weckruf benötigen, erschüttert werden können. Doch gibt es auch Zeitlinien, in denen, wie er so schon sagt, nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Wir hoffen inständig, dass es jene sind, welche die Menschheit beschreiten wird, und wir tun alles dafür, um dies zu ermöglichen. Doch seht diese Botschaft als freudige Nachricht. Der Aufstiegsprozess hat das nächste Level erreicht. Die Dualität bläht sich weiter auf, das Böse wird noch sichtbarer, aber auch das Gute wird zu neuer Kraft erblühen. So viel Schönes und Erhellendes werdet ihr in den nächsten Monaten erkennen dürfen. Immer mehr werden sich die Welten aufspalten, und schon in einem Jahr werdet ihr das Gefühl haben,
tatsächlich in einer völlig anderen Welt zu leben, als diejenigen, die einen anderen Weg gewählt haben. Ihr habt 2022 bereits bemerkt, wie die Welten sich aufzuteilen beginnen, und dieser Prozess wird kraftvoll voranschreiten. Die Dinge beschleunigen sich, und auch wenn es so scheint, als würde die Aufspaltung der Welten einen Widerspruch darstellen zur Rückkehr in die Einheit, so ist dies eine göttliche Dichotomie, was bedeutet, ein Widerspruch in sich, der sich in Gott vereinen lässt. Denn nochmals, Polarität bedeutet, dass beide Pole ausgeglichen und in Harmonie miteinander agieren. Dualität stellt das Ungleichgewicht der Pole dar, sodass das Böse erst entstehen kann. Wenn die Dualität sich ausdehnt, bedeutet dies, dass das Böse sichtbar wird, ebenso wie das falsche Licht. Erst durch das Erkennen des Ungleichgewichts kann das Gleichgewicht wiederhergestellt werden und die Pole in Harmonie erneut miteinander vereinen. All jene, die bereit dazu sind, werden dies erleben. Vielleicht noch nicht 2023. Aber ihr werdet 2023 einen großen Schritt in diese Richtung machen. Und all jene, welche sich noch innerhalb der Dualität weiter bewegen möchten, werden auch hier an einem anderen Ort ihre Chance vom Schöpfer erhalten. Und dies frei jeglicher Verurteilung. Wir auf unserer Seite freuen uns, ihr Lieben, dass ihr uns nun immer näher und näher rückt. In Liebe, Anathea.